Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Seht ihr, was da steht? Da steht ein fetter Crafter von Stahlwerk. Ich hätte nicht gedacht, dass die Jungs eher hier sind, als ich bei denen. Ich wollte die ja unbedingt mal besuchen. Aber, guck mal, der Julian von Stahlwerk ist da. Tag. Richtig cool. Und Julian hat mir ein paar coole Sachen mitgebracht. Also, Wahnsinn. Eine, also hier, ne? Da lehnt er schon an was. Und hier steht noch mehr, aber das greife ich noch nicht vorweg. Da kommen noch ein paar coole Geschichten. Aber wo Julian gerade hier ist, eigentlich packen wir jetzt in diesem Video irgendwas aus. Muss ich mal aussuchen, was jetzt genau. Das kommt aber ja später, weil Julian dampft nämlich gleich wieder los. Der muss nämlich gleich wieder in Richtung Heimat. Weil, ne, ihr wisst Bescheid. Und auf jeden Fall habe ich auf Instagram nämlich gefragt, wenn der schon mal hier ist, der Mann, dann können wir ihn ja eigentlich ein bisschen was fragen. Richtig. So, und deswegen habe ich nämlich auf Instagram mal gefragt, hör mal, wer hat eine Frage, wer möchte was wissen, und dann stelle ich dem Mann das direkt. So, und da haben wir auch tatsächlich einige gemacht. Noch haben wir uns aber nur ein paar rausgesucht, 3, 4 Fragen nur, weil sonst wird das Ganze zu viel, weil er will ja auch los und wir möchten ja auch eigentlich was auspacken. Gut, fangen wir mal mit der ersten Frage an, Julian. Gerne. Und zwar fragt der Reit, bietet Stahlwerk auch Schweißkurse an oder ist es geplant? Wir haben schon öfters mit dem Gedanken gespielt, Schweißkurse auch anzubieten. Allerdings fehlen uns aktuell ein paar Kapazitäten, um das professionell anbieten zu können. Auch jetzt mit Corona-Beschränkungen eher schwierig darzustellen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass in der Zukunft was kommt. Alternativ könnt ihr auch immer unseren YouTube-Kanal mit angucken. Da ist der Rico, der Schweißmeister, der zeigt, wie was geht, welche Technik wofür, welches Schweißgerät am besten für das Projekt ist. Wie heißt der Channel? Stahlwerk. Stahlwerkstatt ist das Format und der Channel heißt Stahlwerk. Ich verlinke euch das natürlich und blende das hier oben mal ein in den Channel. Der ist ganz interessant, da könnt ihr tatsächlich echt gerne mal gucken. Das ist auf jeden Fall tatsächlich fast wie so ein Schweißkurs, kann man sagen. Ist eigentlich ein Schweißkurs, ja, ne? Genau. Nur online. Genau. Das ist cool. Könnt ihr dann selber an eurem Gerät ausprobieren, das ist geil. So, bevor ich den langen Arm kriege, einmal auf Stativ mit euch. Dann fragt der Henning, wo produzieren Sie Ihre Geräte? Wir produzieren unsere Geräte in unserem Werk in Fernost, in China genauer gesagt. Da haben wir unsere eigene Produktionsstätte mit Produktionslinien. Da werden unsere Kompressoren hergestellt, unsere Schweißgeräte, okay. Magnete, Helme, alles was so rund um Schweißen. Aber extra also für genau. Euch, also ihr produziert die da? Genau, nicht irgendwie genau. Also wir greifen aktiv in die Produktion mit ein. Wir sagen, pass auf, das Gerät soll so aussehen, das soll die und die Funktion haben, das soll nach den und den Plänen gebaut werden, so soll die Verpackung aussehen, soll ein Lieferumfang mit rein, bitte mach dies anders, mach das so. Und dann bekommen wir die so geliefert. Okay. Und dann findet hier nochmal eine Qualitätskontrolle statt. In Bornheim. Genau. Okay. Und dann gehen die Geräte an den Kunden raus. Habt ihr gehört. Okay, dann fragt BZ04, das finde ich auch interessant. Seid ihr auf Messen? Wenn ja, welche? Wir sind auf Messen vertreten. Allerdings dieses Jahr ist es jetzt ins Wasser gefallen, leider. Wie alles. Für nächstes Jahr planen wir schon was. Was genau, kann ich noch nicht verraten. Aber wir werden natürlich frühzeitig über die bekannten Kanäle Instagram, Facebook, Webseite. Also auf Instagram seid ihr auch aktiv. Genau. Ne? Dann verlinken wir euch natürlich alles. Also wenn ihr da Näheres wissen wollt. Ne? Bei denen auf der Seite. Auf der Homepage, die ist auch ganz aktuell. Genau, steht richtig. Auch alles genau. Nico Jansen fragt, was ist das beste Schutzgas-Schweißgerät für den kleinen Hobbyschrauber? Das ist schön gesagt. Das ist immer so eine ganz gern gestellte Frage. Das beste Schweißgerät, das kommt immer ganz auf die Bedürfnisse an. Also ich würde mal sagen, so das absolute Einsteigermodell für jemanden, der für einen schmalen Taler vielleicht noch ein Schweißgerät sucht, eine MIG 135M geht immer. Wir haben kleine Elektrodenschweißgeräte. Wir haben im Prinzip von allen Schweißverfahren oder Schneidverfahren immer ein kleines, kompaktes Gerät, was wirklich so für den absoluten Beginner-Einsteiger perfekt geeignet ist, bis zu den größeren Geräten für anspruchsvollere Anwendungen. Also eigentlich im Prinzip für alle was dabei. Kommt immer ganz drauf an, was man verarbeiten möchte, wie das Projekt genau aussieht. Wenn man dazu Fragen hat, immer gerne unseren Kundenservice anschreiben, anrufen. Kann man den tatsächlich dafür auch missbrauchen, sage ich mal. Ja. Also Telefonberatung ist gar kein Problem, Beratung vor Ort, per E-Mail. Und man kann alle Geräte bei euch ausprobieren. Alle Geräte kann man bei uns vor Ort testen, in unserer neuen Show. Das möchte ich nämlich tatsächlich auch, deswegen sagte ich ja vorhin auch, ich hätte nicht gedacht, dass die eher hier sind wie ich bei denen. Aber tatsächlich ist es ja so, weil bei denen kannst du ja wirklich, und ich möchte unbedingt mal wegschweißen.
Und das möchte ich gerne mal bei denen machen. Machen wir. Das machen wir auf jeden Fall. Ja. Da komme ich mal vorbei und dann gucken wir mal. Dann nehme ich euch natürlich auch wieder mit, weil das interessiert mich auch. Und zum Thema Anfängerschweißgerät. Ich bin ja tatsächlich auch mit dem MIG 135 ST total im Lauf. Das sage ich auch immer wieder, weil das Ding benutze ich ständig. Und da kannst du echt so viel mit machen. Das verlinke ich natürlich auch wieder alles unten in der Beschreibung. Und das war's schon. Das waren nur 4 Fragen, die wir uns rausgeben. Viele verdoppeln natürlich. Und er hat auch nicht so viel Zeit. Deswegen im kurzen Rahmen. Und wenn wir dann nochmal bei denen zu Hause zu Besuch sind, da machen wir noch ein paar Fragen. Da machen wir mal richtig was Ausgiebiges. Jetzt geht es dann weiter mit dem Auspacken, würde ich sagen. Also sehen wir uns wieder. Ich sage erstmal schönen Dank an Julian und bei uns geht es gleich weiter. Zack, Julian ist weg und ich bin jetzt alleine hier und habe mir überlegt, ich stelle euch als erstes den Wagenheber vor, weil der interessiert mich nämlich jetzt als nächstes, weil ich muss nämlich tatsächlich oder muss, ich möchte bei meinem Pickup die Bremstrommeln hinten schwarz lackieren, weil die Dinger rostig sind wie Sau. Das heißt wie Sau, aber sieht halt scheiße aus. Und da dachte ich, mir klebst du mal ein bisschen Farbe drauf. Und da kommt mir natürlich der Wagenheber, der neue, ganz recht. Und den gucken wir uns jetzt zusammen mal an. Da hat er tatsächlich schon der eine oder andere mir mal geschrieben und hat schon spitz gekriegt, dass es jetzt von Stahlwerk einen Wagenheber gibt mit 7 Jahren Garantie. Ne? Das ist ja immer die Geschichte bei denen, wo ich immer denke, Alter, 7 Jahre Garantie, ich wüsste jetzt keinen Wagenheber. Außer der von Stahlwerk, der auch 7 Jahre Garantie gibt. So kommt das Ganze hier an. Das sieht natürlich schon sehr gut verpackt aus. Wobei man ganz ehrlich sagen muss, das können die Jungs von Stahlwerk auch tatsächlich. Schön geriffelter Griff. Hier nochmal gummiert. Ah, das sieht schon gut aus. Und was natürlich richtig edel ist, dass hier das Stahlwerkzeichen auf dem Gummi drauf ist. Gut, wie lange das drauf ist, wenn das belastet wird, ist eine andere Frage. Aber das ist so die Details, ne? Die machen das Ganze ja schon wieder aus. Ne? Finde ich gut. Wagenheber, Bedienungsanleitung. 2,5 Tonnen insgesamt Hubkraft. Nur müsst ihr euch mal vorstellen, 2,5 Tonnen ist natürlich eine richtig, ja, ist eine Ecke, weil 2,5 Tonnen, mein Pickup wiegt 2,5 Tonnen. Aber den ganzen Wagen hebst du ja nicht an. Du hebst ja immer nur eine Seite, von daher ja, reicht das. Da kannst du alles mitmachen. Gut, dann wollen wir mal rausheben, das gute Stück. Wie machen wir das am besten? So, zack. Und nun steckt man, wie bei so einem Pavillon kann man sagen, das Ganze hier einmal zusammen. Zack. Hier ist eine Transportsicherung drin. Kann man rausnehmen, zack, und dann geht er auch nach oben. Jetzt kann man hier quasi die Doppelpumpe sehen. Die zwei Zylinder, die das Ganze dann relativ schnell dann nach oben pumpen sollen. Ja, hier die Rändelschraube aufdrehen und dann kann die Stange schon rein. Dafür stelle ich den Wagenheber einmal nach unten auf den Boden. Aber so von der Verarbeitung her ist das schon sehr schön gemacht. Schön die Griffe dran, Aluminium, Stahl. Das ist dann wahrscheinlich wieder aus Aluminium. Die Rollen werden wahrscheinlich, weiß nicht, auch aus Aluminium sein, denke ich. Weiß ich aber auch nicht, kann ich nicht sagen. Ja, das sieht schon von der Verarbeitung her echt sehr gut aus. TÜV GS natürlich geprüft, ganz klar. Was auch wichtig ist, eine Hubhöhe von 10 bis 46,5 cm, also fast einen halben Meter hoch. Ich finde, das müssen Wagenheber auch haben, ne? Also diese 45 cm, das muss schon haben, damit du da auch anständig dran arbeiten kannst. Auch mal solche Lieferwagen oder Pickups hochheben kannst. Deswegen, dafür eignet sich der hier hervorragend. Ich würde sagen, ich stelle den mal auf den Boden, dann stecken wir die Stange mal rein und dann bin ich mal gespannt, wie sich das Teil pumpen lässt. So. Cool, und dann einfach die Geschichte hier reinstecken. Rändelschraube gedreht und schon bist du einsatzbereit. Drehst du hier zu oder halt auch auf, kein Problem, und dann pumpen wir die Geschichte mal hoch. Man kann natürlich auch ganz einfach die Geschichte hier rausnehmen, wenn man sagt, komm her, ich brauche nur das kurze Stück Rohr, weil ich nicht so viel Platz habe. Kannst aber genauso gut mit einem Griff die ganze Geschichte wieder auf lang machen. Ne? So, habe ich den hier fest? Nee. Einmal festdrehen das Ventil und jetzt geht es schon, Alter, guckt euch das an. Ja, es geht natürlich schnell, ne? Wahrscheinlich Doppelhub sei Dank. Ja, das ist natürlich edel. Wie gesagt, man könnte mal auch sagen, komm her, ich habe keinen Bock hier so weit weg zu pumpen. Ich mache das hier.
Und dann kannst du natürlich auch hier wieder alles von nahen machen, ne? Ja, das gefällt mir natürlich. Guck. Ich habe hier meinen uralten, keine Ahnung was, Riesenwagenheber für einen Trecker und so, ne? Und wenn man mal vergleicht, die beiden zusammen, ne? Guckt euch das mal an. Die Breite, das Ding ist fast genauso breit in der Spur wie der große Wagenheber. Das heißt, das ist nämlich das, was ich auch immer bemängel an meinem anderen Wagenheber, den kleinen hier. Er hier, dass der immer so schmal ist und so kippelig und ich weiß nicht, das schmecken wir bei dem überhaupt nicht. Der pfeift auch übrigens aus dem letzten Loch. Da macht der hier auf jeden Fall einen ganz anderen Eindruck. Dann würde ich sagen, gehen wir mal raus zum Pickup und probieren mal aus, was er kann und vor allen Dingen, wie leicht er, wie schwer er sich auf Last hochpumpen lässt. Ne, das ist nämlich bei dem anderen tatsächlich, bei dem diesen hier, der da in der Ecke steht, ist das tatsächlich ein Problem, dass man da echt mit zwei Armen auf der Stange rumtanzen muss, dass das Ding hochpumpt. Das geht echt schwer, tatsächlich. Da erwarte ich mir natürlich von dem neuen mit der Doppelpumpe und gerade auch dem langen Hebel ein angenehmes Arbeiten. Ich bin gespannt. Guck, und hier sind wir nämlich jetzt. Die Geschichte ist nämlich ordentlich rostig. Das möchte ich gerne beheben. Das bietet sich heute an. Und um die Feinfühligkeit zu testen, habe ich mir überlegt, ich habe ja hier mein Trittbrett. Und da ist mir doch mein Auto reingefahren. Also mir nicht, dem Vorbesitzer. Und deswegen ist das Trittbrett runtergebogen. Kann man auch schön sehen, dass das hier so runtergeht. Und das möchte ich gerne einfach im Wagen hier weiter runtersetzen und vorsichtig wieder anheben. Und hoffen, dass das dann wieder einigermaßen gerade ist. Das möchte ich gerne mit dem neuen Wagenheber ausprobieren, weil man da auch dann tatsächlich die Feinfühligkeit auch testen kann, glaube ich. Ich würde sagen, das mache ich als erstes. Heb das mal kurz an und dann fahre ich das Auto mal in der Mitte von der Einfahrt. Und dann gucke ich mal, wie er sich so schlägt. Ich bin gespannt. So, dann wollen wir mal gucken, wo er hingehen soll. Ich hoffe, ihr könnt das so sehen, ob sich da was tut. Und ihr sagt mir dann Bescheid, wenn es genug ist, ne? So machen wir das. Ja, der lässt sich natürlich super dosieren. Ich hatte eigentlich auch nichts anderes erwartet. Ist schon gut, meint ihr, oder müssen wir noch ein Stück? Ja, da fehlt dann natürlich ein Stück wieder zurück wahrscheinlich. Ich kann mal ein bisschen lösen. Ja, genau. Stimmt, das ist natürlich auch so eine Sache mit dem Lösen. Es gibt ja Wagenheber, die lösen. Dann fällt das Auto einfach runter. Und es gibt Wagenheber, die lösen. Ich habe es noch nie probiert, das erste Mal jetzt. Dann gucken wir mal, wie das Ventil so arbeitet. Bin ja mal gespannt. Ja, Hammer. Kannst du richtig schön dosieren. Und vor allen Dingen, jetzt bist du ja wieder ganz unten, aber du bist ja ruckzuck wieder oben. Aber ich glaube, er darf sogar noch ein Stück, ne? Ich glaube, er darf sogar noch was. Dann machen wir das jetzt mal ein bisschen gröber. Hoffen mal, dass das dann besser geht. Ja, er ist aber schon gekommen, oder? Bisschen ruckartiger, ruhig. Ja, jetzt hat er es, glaube ich. Ja, ich glaube, jetzt hat er es. Gerade noch mal ein bisschen überdehnt das Ganze. Ja, ich glaube, jetzt ist gut. So kann er bleiben. Gerade noch mal ein bisschen überdehnt das Ganze und jetzt ist das, glaube ich, ganz geil. Also Feinfühligkeit, könnt ihr mir glauben, tipptopp. Tippitoppi. So, dann fahre ich den Pickup eben einmal in die Mitte von der Einfahrt. Dafür rangieren wir ihn wieder zurück. Ich mag dieses Auto ja, ne?
stehen, würde ich sagen. Oh, das ganze Auto schüttelt sich dann immer. Und dann können wir nämlich kameramäßig besser von dieser Seite filmen. Ja, wenn man jetzt hier das Trittbrett vergleicht, sieht es genauso aus wie auf der anderen Seite. Auch endlich mal ein Wagen hier mit vernünftigen Griffen. Das ist ja auch noch so eine Sache, ne? Die haben ja alle meistens keine Griffe. Achso, ich muss hier hin. Langen Hebel ist super. Jetzt auch mal vernünftig schwere Autos hochheben. So, ich mache ihn jetzt mal ganz hoch. So. Das ist das Höchste, was geht, und ihr müsst euch mal kurz reinziehen. Der ganze Pickup hängt in der Luft. Vorne wie hinten. Alles frei. Wahnsinn, oder? Ist geil. Das hätte ich mit dem anderen, also mir zumindest schon mal nicht getraut, weil der andere so schmal ist, mein Alter. Der hier hat eine richtig schöne, stabile Auflage. Das gefällt mir. Perfekt. Was nicht heißt, dass das jetzt eigentlich die Regel ist, dass man so seine Autos aufbockt. Wie gesagt, alles gut. Kommt jetzt noch ein Unterstellbock drunter, ganz wichtig, wenn ihr mit Wagen hierbei arbeitet. An Autos, dann nehmt einmal Unterstellbock runter. Falls da doch irgendwie was auch immer mal passiert und der will da runterkippen oder was weiß ich, dann ist da immer noch, das ist seine Lebensversicherung, ne? Müsst ihr immer dran denken. Genau, so. Dann würde ich sagen, Auto abstützen. Ich lasse ihn gleich mal wieder ein bisschen runter, so hoch brauche er ja gar nicht. Auto abstützen, Räder ab, Unterlichtkeil runter. Und dann geht's los. Woran merkt man, dass man an einem LKW schraubt? 21er Nuss und 6 21er Radmuttern. Das ist schon eine andere Nummer wie beim Auto. Und Japaner like Muttern statt Bolzen. Das ist natürlich angenehm beim Montieren, weil die Räder natürlich dann auf den Bolzen aufliegen. Ne? Guck, so sieht das hier jetzt aus. Das soll jetzt sauber geschliffen werden. Ihr seht ja selber, das ist rostig, braucht Liebe. Und das wird jetzt entrostet. Und hier ist ja der Rahmen. Und da hinten, das seht ihr jetzt nicht, da müsst ihr aufpassen, da brechen die immer gerne. Hier sieht man ja auch leichten Rostansatz. Da soll die ganze Wanne runter. Das möchte ich gerne im Herbst, Winter mal machen. Die ganze Wanne runter, und dann soll der ganze Rahmen, zumindest hier der hintere Teil, der halt immer so akut betroffen ist, der soll komplett entrostet werden, sandgestrahlt werden. Hohlraumversiegelung ohne Ende rein. Ne, hier rum zu habe ich letztens auch ein Bild gesehen in der Gruppe. Da war das komplett weggerostet. Ja, gerade diese Modelle bis 2010, die gammeln natürlich. Ja, enorm, hätte ich fast gesagt. Gut, ich bin alter Samurai-Fahrer. Für mich ist Rost noch was anderes. Ich bin einiges gewohnt. Aber die Navara-Rahmen, da müsst ihr aufpassen, bis 2010 rosten die halt gerne. Gerade, wie gesagt, da hinten, was ich jetzt, kriegt man auf dem Bild nicht drauf. Aber das zeige ich euch dann, wenn es soweit ist. Genau, da seht ihr das fette Differential von hinten, von der Seite gesehen. Auspuff geht hier rum zu. Dicke Kardanwelle geht von hinten. Das ist halt tatsächlich alles LKW, ne? Alles LKW. Richtig geil. Also ich bin ja total in Lauf mit dem Ding, muss ich ja ehrlich sagen. Und was wollte ich jetzt sagen? Genau, nun schleife ich mal die Geschichte ab. Ich habe hier meine Flex, habe hier meine Stahldrahtbürste, Schutzbrille am Start. Das mache ich jetzt im Eimer vorher natürlich hier ein ordentliches Stück Pappe drunter, sonst muss ich gleich so viel fegen, habe ich keine Lust zu. Und dann geht's rund. Alter, ich bin echt überrascht mit der orangenen Brille. Da hast du, also da siehst du richtig kontrastreich mit. Hätte ich gar nicht gedacht. Das gefällt mir. Das gefällt mir echt. Boah, das ist geil. Hammer. noch nie gehabt sowas. Cool. So, auf geht's.
Ich weiß nicht warum, aber irgendwie komme ich aus dem Schleifen nicht raus hier. Einmal entfetten das Ganze. Oder eine Staub nochmal zu lösen auch, ne? Guck, jetzt kommt ein bisschen hitzebeständige Farbe drauf. Erstmal natürlich grau, Rostschutz, ist klar. Und danach hitzebeständiger Lack. Muss jetzt nicht der überhitzebeständige Lack sein. Aber so, ich glaube, der Standard ist so 600 Grad. Ich glaube, da machst du nichts verkehrt mit. Oh, das muss ich gleich wieder sauber machen. Da wollte ich jetzt gar nicht drauf sprühen, weil da ja die Felge drauf liegt. Und da darf natürlich keine Farbe sein. Das mache ich dann gleich wieder sauber vor der Montage. Weiter geht's. Kann ich mal zeigen. Hochtemperaturlack ist das in diesem Fall. Bis 650 Grad, da steht's auch. Und das sollte auf jeden Fall reichen für so eine Bremse, denke ich mal. Das ist jetzt in diesem Fall matt-schwarz, ganz normal, ne? Man könnte jetzt auch sämtliche anderen Farben nehmen, aber wir wollen ja was Dezentes, ist ja kein Rennwagen, nicht? Scheint auch ganz gut zu decken. So, es ist fertig. Jetzt muss die Farbe noch ein bisschen durchtrocknen. Die wird noch ein bisschen heller, hat so einen leichten Graustich, wenn sie trocken ist anscheinend, aber das macht ja nichts. Und dann ist das doch super. Dann kommt das Rad rauf und dann zeige ich euch das finale Ergebnis. So, dann kann das dezente Rad wieder rauf. Ich habe die Handbremse angezogen, damit die Montage ein bisschen leichter ist. So. Nicht gerade die leichtesten Räder. Ich rede immer mit so vielen Leuten, die sagen, oh cool, Pickup und so finde ich auch cool. Aber es ist ja so teuer im Unterhalt und ich weiß auch nicht und so. Aber so teuer sind die Dinger gar nicht. Da komme ich auch nochmal in einem späteren Video zu. Da werde ich euch nochmal aufschlüsseln, was so ein Ding denn jetzt tatsächlich kostet im Unterhalt. Da gibt es nämlich auch so ein paar steuerliche Geschichten, weil, aber da komme ich ja später zu. Genau. Man muss sich aber auch im Klaren sein, das ist ein LKW. Also das kannst du jetzt nicht mit einem PKW vergleichen. Diese Dinger sind, also die fahren sich zu, also der fährt sich echt gut, aber ist von innen halt auch laut, ne? Also ist halt tatsächlich so ab 80, 90 heult da drin alles und so. Habe ich mit Max gesprochen. Und er hat einen neuen Toyota Hilux gehabt damals. Neun. Weiß nicht, vor ein paar Jahren mal. Und selbst der war von innen laut. Nagelneu. Ich dachte ja, dass das bei dem so ist, weil der halt alt ist. Aber da könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Bezüglich Pickup, also ihr Pickup-Fahrer quasi. Wie denn eure Pickups fahren? Das würde mich mal interessieren, ob die auch so heulen. Weil der hier auch mit den Reifen und so, das heult natürlich ab 80, 90 fängt das an, ne? So. Ich glaube, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, oder? So, also Bock wieder runter weg. Übrigens hier auch nochmal schön zu sehen, als Schutz vom Auto hat man hier dann nochmal so einen Soft Grip dran montiert. So ein weiches, fasst sich natürlich auch sehr gut an, ist aber dient dafür, um keine Kratzer. Wenn du jetzt ein normales Auto hast, dann ist die Stange ja hier oben an der Tür und dann wird das natürlich böse Kratzer und Beulen geben unter Umständen und das verhindert man somit. Gut, dann würde ich sagen, lassen wir ihn mal langsam wieder runter, ne? Bisschen dosiert. Ja, hier, da kannst du richtig schön Stück für Stück runterlassen. Das ist geil. Perfekt, also Reparatur geglückt oder Schönheits-OP geglückt und das auf der anderen Seite, das Trittbrett ist wieder gerade. Wagenheber für gut befunden tatsächlich. Also wer einen coolen Wagenheber braucht, der ganz flache Autos oder auch hohe Autos aufbauen kann. 2,5 Tonnen mit 7 Jahren Garantie, dann hier zuschlagen. Ich verlinke natürlich Stahlwerk. Die Homepage könnt ihr auch mal gucken. Die haben ganz, ganz viele andere tolle Sachen im Angebot. Könnt ihr gerne mal vorbeigucken. Verlinke ich natürlich unten in der Beschreibung. Den Wagenheber verlinke ich unten. Alles weitere auch. Folgt mir und Stahlwerk mal auf Instagram. Wäre cool. Die Adressen unten eingeblendet. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen.
Vielen Dank an Stahlwerk und an Julian, dass du mir das vorbeigebracht hast. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.